Hallo Eva, was beschäftigt dich in deiner Praxis und was beschäftigt dich in einem Jahr? Hallo, ich bin für die kulturelle Bildung im Haus der Kulturen der Welt zuständig. Wir hatten in diesem Jahr eigentlich geplant, einen großen Bildungsherbst durchzuführen mit großen Schulprojekten, Bildung in Beton und Schools of Tomorrow und noch einem großen Projekt mit dem Namen Archiv der Flucht. Das wurde alles auf das nächste Jahr verschoben. Also ich befasse mich derzeit eigentlich mit dem Verschieben, mit der Vorbereitung auf diese großen Projekte, bei denen 20 Schulen involviert sein werden. Und ich kann jetzt mich um strategische Partnerschaften kümmern, kann viele Sachen ein bisschen entspannter angehen, als wenn jetzt wirklich im Herbst diese drei Projekte stattgefunden hätten. In einem Jahr werde ich genau jetzt von heute gesehen, in einem Jahr werden diese zwei großen Schulprojekte abgearbeitet sein, durchgeführt sein. Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, dass wir dann auch von den Ergebnissen noch, ja, oder diese Ergebnisse quasi ernten werden. Wir streben eine enge Kooperation, die langfristiger laufen soll, mit zwei Schulen an und hoffen, dass wir nach Bildung in Beton und Schools of Tomorrow mit diesen zwei Schulen eine langfristige Kooperation eingehen können. Das wird hoffentlich in einem Jahr stattgefunden haben und stattfinden. Und des Weiteren werden wir in genau einem Jahr sehr intensiv das Archiv der Flucht, das ist ein großes Online-Portal, das Fluchtgeschichten von 50 Personen vorstellt, die in den letzten 75 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und dieses Projekt werden wir auch für Schulen und Schulklassen aktivieren. Und das wird uns sehr stark beschäftigen im Juni 2021. Das war's. Wow, danke schön. Sehr gerne.